Hi, schön, dass du da bist. Heute erzähle ich ein bisschen was über den Wechselbalg. Feen, Zwerge, Truden, Wasserleute und Trolle tauschten bzw. wechselten neugeborene Menschenkinder gegen ihren eigenen Nachwuchs aus. Dabei handelte es sich meist um dämonische und grässliche Kreaturen. Dieser Aberglaube vom sogenannten Wechselbalg. Ist nahezu in allen Ländern Europas zu finden und entstand so, wie wir ihn heute kennen, im Mittelalter. Aber auch außerhalb des europäischen Raumes ist das Kinderauswechseln oder gar der Kindesraub durch dämonische Wesen bekannt. So gibt es im Orient eine Sagengestalt, die auf eine sumerische Kindbettdämonin zurückgeht. Ihr Name ist Lamashtu. Zeitlich ist diese Dämonen ungefähr 2000 Jahre vor Christus einzuordnen. Innerhalb von Deutschland ist der Wechselbalg in den meisten Teilen des Landes bekannt. Die Bezeichnungen für ihn sind je nach Region unterschiedlich. Man kennt beispielsweise den Dickkopf, Tollpatsch, Wichtelbalg, Hexenbutte, Kielkropf und noch viele, viele mehr kommen wir nun zum Aussehen und den Eigenschaften des Wechselbalgs. Seine Gestalt ist die eines Kindes, jedoch ist er oft wesentlich kleiner als andere Kinder seines Alters und stark missgestaltet. Sein Gesicht sieht sehr alt aus. Größtenteils hat der Wechselbalg einen großen Kopf und herausquellende Augen. Er kann nicht richtig sprechen, brüllt und quengelt die ganze Zeit und mit seiner rauen Heiseren Stimme rundet er das furchterregende Gesamtbild ab. Mit normaler Kost ist er nicht satt zu bekommen und so frisst er unter anderem Schweinefutter, Frösche, Ratten, rohe Fische und alles, was er sonst noch in die Finger bekommt. So steht es in einigen Erzählungen geschrieben. Es war in frühen Zeiten schon schwer genug für eine einfache Familie, die Eltern satt zu bekommen. Aber ein solch furchterregendes Wesen, das so viel ist, wie mehrere Erwachsene zusammen, das war ein großes Problem. Man braucht sich nur an das Märchen von Hänsel und Gretel zu erinnern, die vom Vater im Wald ausgesetzt wurden, weil die Eltern die Kinder nicht ernähren konnten und selbst in großer Armut lebten. Der Wechselbalg ist faul, dumm und sogar bösartig, und man sagt ihm allerlei gruseliges Verhalten nach so soll er, wenn er alleine ist, die Wände hoch und runter kriechen, oder alleine stundenlang in einer dunklen Ecke sitzen, ohne sich zu bewegen oder einen Laut von sich zu geben. Um ihn loszuwerden und sein leibliches Kind wiederzubekommen, gab es verschiedene Mittel. Ein Mittel sind Eierschalen. Eierschalen wurden schon vor hunderten Jahren zu magischen Zwecken genutzt. Zum Beispiel, um einen Schutzkreis zu ziehen oder Hexen und böse Geister fernzuhalten. Ein anderes Mittel, um den Wechselbalg loszuwerden, ist, diesen zum Staunen zu bringen. Er gibt dann sein wahres Alter preis und kann sogar richtig sprechen. Somit verrät er sich und seine leibliche Mutter muss das Menschenkind zurückbringen und den fürchterlichen Balg wieder zu sich holen. Hierzu habe ich eine alte böhmische Sage, wie man sie aber ganz ähnlich auch in Bayern kennt. Der Wechselbalg Eine junge Mutter bekam ein bildhübsches, liebes und gesundes Kindlein, jedoch war ihr eine Zwergenfrau darum sehr neidig. So schlich die Zwergin in der finsteren Nacht in die Stube, stahl der jungen Mutter das Kindlein, und legte stattdessen ihr eigenes in die Wiege. Das Kind der Zwergin war überaus hässlich und böse. Es hatte einen großen Kopf, einen dicken Hals mit einem Kropf und grausige, starre Froschaugen. Ständig war es hungrig und fraß so viel, dass es nie zu sättigen war. Es schrie und schlug wild um sich und die fürchterlichen Augen drückte es ihm aus dem riesigen Schädel. Am nächsten Morgen fand die junge Mutter den grausigen Wechselbalg. Sie weinte so bitterlich, dass es selbst ein steinernes Herz hätte erweichen können. Doch die Zwergenfrau gab der jungen Mutter ihr Kindlein nicht wieder. Nichts half, kein Betteln und kein Flehen. Der schreckliche Fratz lag in der Wiege, Schlug um sich und plärrte boshaft. Doch dann kochte die junge Mutter ein Gebräu auf dem Feuer. Anschließend schüttete sie das Bier in ein leeres Hühnerei hinein. Dieses brachte sie dem grässlichen Balg. Und gleich darauf hörte er auf zu schreien. Er war ganz still. Doch dann, auf einmal, fing er an zu sprechen und sagte: ich bin so alt wie der Böhmerwald und hab in meinem Leben einen solchen Brauch noch nie gesehen. Damit hatte sich der Wechselbalg verraten und er verschwand auf der Stelle. Die Zwergin aber musste der jungen Mutter ihr liebes Kindlein wieder zurückbringen. Ende Mit diesem Verwunderungsvers hat sich der Wechselbalg verraten und der böse Zauber war dahin. Noch heute ist in unserem Sprachgebrauch so manches Schimpfwort zu finden, das auf den Wechselbalg zurückzuführen ist. Zum Beispiel, wenn wir ein ungezogenes Kind als Dickkopf oder Balg bezeichnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib wild und frei. Und hüte dich vor neidischen Zwergen. Bis zum nächsten Mal.